Schale sind einfach schöne Pflanzen, die richtiges Wald-Natur-Feeling in unsere Wohnung bringen. Das ist schön für uns, aber auch für unsere Katzen, die einfach gerne auch mal an den Wedeln knabbern. Da hält sich zwar ganz hartnäckig das Gerücht, dass alle Farne giftig sind, aber das stimmt gar nicht. Ich bin Sonja von Green Me Up und ich bin richtiger Farnfan und stelle dir heute mal ein paar richtig schöne ungiftige Farne vor. Eine der ungiftigen Gattungen ist der Asplenium-Farn. Wie man hier schon sieht, kann er ja ganz verschieden aussehen. Und der ist ein Zimmerfarn, also nicht wie im Wald ein Farn, der einzieht, sondern immer grün bleibt. Er ist auch besonders weich, die Wedel, und auch, obwohl es die flachen Blätter sind, haben sie keine scharfen Kanten und sind für deine Katze beim Knabbern auf jeden Fall ganz ungefährlich. Es gibt auch ganz coole neue Sorten, zum Beispiel der Nidus Tornado. Und wenn man hier mal so reinguckt, dann sieht man wirklich, dass die ganze Pflanze irgendwie in sich gedreht ist wie ein Tornado. Oder auch der Osaka-Farn, der einfach diese ganz schönen Kanten hat, die so gewellt aussehen. Besonders die Nidus-Farne sind geeignet für Badezimmer und auch Räume, wo man einfach keinen Dreck haben will, wie vielleicht in einer Praxis, weil sich einfach auch hier nicht streut, wie bei einem Farn, der vielleicht so kleine Wedel hat. Und sowieso unser Hit, auch ein bisschen verwandt mit dem Asplenium, ist der Microsorum-Farn. Das ist der Krokodilfarn. Das Blatt erinnert wirklich an ein Krokodil von der Struktur und auch ziemlich fest. Also alles ganz robuste Farne, die Aspleniums, und ganz ungiftig für deine Katze. Und so hast du ganz schnell ein richtig schönes Waldfeeling zu Hause. Und wenn du deinem Farn generell was Gutes tun willst, dann stell ihn am besten in einen warmen Ort. Das ist zum Beispiel auch ganz gerne in der Küche oder im Badezimmer, denn da hat man auch eine gute Luftfeuchte. Und du kannst ihn sonst auch besprühen, gerade jetzt, wenn du ihn vielleicht so einen schönen dekorativen Farn eher in dein Wohnzimmer stellen willst oder auch in dein Büro. Also wenn du jetzt so richtig Lust auf Farne bekommen hast, ganz egal, ob so ein kleiner ist oder auch ein großer, dann schau doch mal rein bei Green Me Up. Wir haben ein richtig cooles Sortiment an ungiftigen Farnen in verschiedensten Sorten und auch sogar passende Übertopfsets dazu. Und dann würden wir uns total freuen, wenn du auch diesen Kanal abonnierst und beim nächsten Mal wieder reinschaust, wenn wir coole grüne Pflanzentipps für dich haben. Bis bald!